Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 20 Spielerkarriere mit Cristiano Ronaldo. Und wir haben hier gesehen, dass wir nicht Spieler des Jahres geworden sind in Europa oder sowas war das, glaube ich, sondern es ist Messi geworden. Nichtsdestotrotz, letzte Folge lief so lala, könnt ihr mal rechts oben beim i vorbeischauen. Ja, war wirklich nicht so mega krass gut. Wir spielen jetzt das zweite Saisonspiel auswärts und danach sehe ich ist schon Länderspiele. Also wird es in dieser heutigen Folge auf jeden Fall ein paar mehr Spiele geben, weil die Länderspiele, die werden wir natürlich auch spielen und auch in die Folge mit reinnehmen. Aber die werde ich beide mit reinnehmen. Also das heißt, es wird auf jeden Fall drei Spiele dann geben. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so läuft. So, da geht's los. Hoffentlich mehr Chancen als in der letzten Folge. Die stellen auf Defensiv wie auf Offensiv. So gefällt mir das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir da einiges kreieren können. Wenn ihr euch übrigens für die Trainerkarriere interessiert mit dem FC Bayern, könnt ihr auch gerne mal rechts oben beim i vorbeischauen. Denn da gibt es auf jeden Fall viele Chancen, soweit ich das weiß. Da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was zu aufnehmen. Aber da, wenn man die ganze Mannschaft spielt, ist nochmal was anderes. Und hier, da werden wir uns auch langsam mal einspielen und dann läuft der Hase schon irgendwann, denke ich. Ich weiß auch nicht, was ihr unter die letzte Folge geschrieben habt für Vorschläge. Vielleicht haben mir welche geschrieben, ich soll den Schwierigkeitsgrad wieder runterstellen. Aber da ist das 1-0. Jawohl. Wir machen es, das erste Saisontor für Juventus Turin. Nice one. Geiler Jubel. Nicht. Sehr schön, sehr schön. Weiß ich eben nicht, ob mir das jemand runtergeschrieben hat. Schönes Tor, aber war echt nicht schlecht gemacht. Zum 1-0 hier. Aber ich werde ihn vorerst nicht unterstellen, weil die KI spielt auch nicht besser, wenn ich ihn runterstelle. Nur ich hab's einfacher. Und ich will's ja nicht einfacher als die KI haben. Ich will ja genauso stark wie die KI sein, damit's ja spannend bleibt. Und deswegen lasse ich das auf jeden Fall so. Was war das denn für ein Aussetzer hier von unserer Verteidigung? Und da springen wir daneben. Wir haben übrigens jetzt den besseren Torwart drin. Szczęsny oder so wird er ausgesprochen. Und letzte Folge hatten wir irgendwie den Ersatztorhüter Perry oder so. Ich kenne mich nicht so aus mit der Serie A bzw. mit Juventus. Da werde ich mich aber noch reinfuchsen in nächster Zeit. Da stehen wir goldrichtig. Und der Ausgleich. 1-1. Hier fallen Tore, das ist schon mal gut. Aber für die falsche Seite in dem Fall. Ja, wie gesagt, da kann ich natürlich nicht viel gegen machen. Ich war jetzt ein, zwei Mal hinten, habt ihr ja selbst gesehen. Und das kostet natürlich dann auch dementsprechend wieder Ausdauer. Deswegen bin ich jetzt einmal vorne mal ein bisschen stehen geblieben. Ein bisschen aufgetankt wieder. Und ja, die Verteidigung hinten lässt sich absolut austanzen. Und da steht es 1-1 kurz vor der Halbzeit. Tja, wenn er den spielt, bin ich durch. Aber Mandzukic ist, also der passt irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Also nicht so wie ich ihm. Da ist er, Mandzukic. Ha, stark vom Torwart. Der wäre sonst drin gewesen. Schade. Bin ich ein bisschen mit nach unten gelaufen. Der Pass war echt gut. Will ich mir mal selbst loben. Der Schuss war auch nicht schlecht. Aber eben den Torwart nicht überlisten können damit. Was natürlich schade ist. Ja, auf solche Ecken stehe ich eigentlich nicht. Ne? Aber das ist egal. Er ist drin. Ich muss ja nicht draufstehen. Mario Mandzukic, der macht den. Wir gehen wieder in Führung. 2-1. So will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen. Drei Tore jetzt gefallen in diesem Spiel. Und wir führen. Das ist sehr gut. Wie gesagt, von diesen kurzen Ecken halte ich nicht so viel. Ich finde das doch gefährlicher, wenn man die dann direkt reinbringt. Aber es hat funktioniert. Und meinetwegen, wenn es funktioniert, sollen sie es gerne weitermachen. Oh, was macht die Abwehr denn? Das ist doch echt grauenhaft. Das ist richtig schlimm, ist das.
Komm jetzt, Mandzukic. Wie frei will er denn noch stehen? Und auch den macht er nicht. Den Kopfball, den hat er gemacht. Aber die beiden jetzt nicht. Schade, echt schade um die Chance. Also mir wäre das 2:1 nicht ganz sicher. Ich würde eher noch drauf gehen, eins zu machen. Aber die Mannschaft hat irgendwie Bock, hinten rumzuspielen. Ja, sehr schöne Seitenverlagerung. Ja, haben wir noch irgendwie geschafft. Und jetzt spiel in die Spitze. Spiel ihn auf. Mandzukic. Und jetzt hat er die dritte Möglichkeit. Und zum dritten wieder daneben. Aber immerhin war es nochmal eine Chance. Wir gewinnen das zweite Ligaspiel mit 2:1. Unser erster Sieg. Die ersten drei Punkte. Und das ist wichtig. Und jetzt kommen wir zu zwei Länderspielen. Let's go. Portugal gegen Belgien. Freundschaftsspiel international. Wir legen los. Alter, die Fitness ist ja jetzt nicht mal voll. Was ist das denn für eine Verarsche? Jo, 0-0 zur Halbzeit. Also irgendwie passiert immer noch nicht so richtig viel. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sie ganz, ganz anders spielen. Auch in Richtung Tor als Juventus. Also viel, viel schneller, spritziger, viel passfreudiger als Juventus. Also die spielen auf jeden Fall ganz anders und spielen auch mich ganz oft an, als wäre ich irgendwie so der absolute Star, aber wahrscheinlich bin ich das ja auch. Bin ja sogar Kapitän. Boah, da rennen alle weg vom Ball, das war natürlich nicht gut. Und jetzt die Flanke, können sie verteidigen. Und da wäre fast das 1:0 gewesen. Aber hier sieht man das auf jeden Fall schon, dass die ganz, ganz anders spielen, wenn man das hier sich so anguckt. Zack, zack, ein Pass nach dem anderen. Dann rennen da zwei in die Spitze. Sie passen und machen und tun. Nur Juventus ist das alles ein bisschen langsamer und ruhiger und defensiver. Kennt man ja auch vom echten Fußball von Juventus. Aber auch von hier ist das zu spüren. Na, da oben ist Platz, da oben ist einer frei. Und dann ist das 1:0 von Carrasco für Belgien. Das ist natürlich extrem schade, ne? Weil wir echt nicht schlecht spielen. Aber gut, machst du nix. Immerhin der Ausgleich wäre ganz nett. Hätte ich lieber in die Mitte spielen müssen wahrscheinlich. Komm. Hol dir den Ball. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir. Ein Angriff. Das könnte was werden. Oh, ja gut, sehr gut. Er hat ihn nicht verloren. Das ist auf jeden Fall schon mal die Hauptsache. Jetzt müssen wir den da nur in die Mitte bringen. Wir springen direkt wieder auf, haben uns den Ball wieder geholt. Und jetzt nochmal der Angriff. Nochmal. Wir probieren es weiter. Wir probieren es. Der Schuss kommt und er ist drinnen. 92. Spielminute, Ausgleich. Mit viel Kampf, mit viel Glück haben wir es doch geschafft. Nice one. Boah, crazy. Hier wurde mir der Ball genommen, direkt aufgesprungen und ihn wieder geholt. In die Mitte gepasst. Er hat sich gut behauptet gegen 2, 3 Leute und hat dann einen mega Abschluss ausgepackt zum 1:1. Ganz, ganz stark, dass wir es tatsächlich nochmal geschafft haben, hier auszugleichen. Mehr wird aber wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das war das erste Länderspiel. Jetzt spielen wir, glaube ich, gegen wen haben wir denn in dem Kleinen? Ich habe keine Ahnung, gegen wen wir spielen. Ich weiß es nicht. Egal, 1:1. So, wir spielen gegen Spanien. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt läuft, aber es könnte was werden. Wenn wir von Anfang an stark spielen, könnte es was werden. Fitness ist auf jeden Fall nicht so am Start bei mir, was schade ist, aber naja. Also das gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser hier als bei Juventus. Da hauen wir einfach mal einen Schuss raus, denn die spielen die Pässe genau dann, wenn du sie haben willst. Also hier bin ich in die Spitze gerannt und habe ihn nicht zu spät bekommen, das ist bei Juventus oft so, du rennst in die Spitze und bekommst ihn einfach gar nicht, weil, warum auch immer, und dann passen die irgendwie 3 Minuten später oder so. Ich habe ihn auch nicht zu früh bekommen, dass ich da Probleme habe, den groß anzunehmen, also ziemlich perfekt eigentlich.
Oh, das gibt's nicht. War schön gespielt. Und ist auch nicht unverdient, aber das ging zack, zack. 50. Minute, Diego Costa, 1:0 für Spanien. Ja. Schade, ne? Aber das haben wir gut gemacht. Einmal raus, wieder rein. Torwart kann nichts mehr machen. Das ging viel zu schnell. Und dann steht es 1:0. Jetzt spielen wir den nach unten. Da kommt die Flanke. Das wär's. Aber es ist abseits. Und er hat ihn auch drüber gehauen. Schade. Naja, gut. Das war's auf jeden Fall. Zwei Länderspiele. Einmal Liga. Und ja, ich weiß nicht. Ein, zwei Tore hatten wir ja auf jeden Fall. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. War nicht so schlecht wie letzte Folge. Aber es geht auf jeden Fall immer noch ein bisschen was nach oben. Wie gesagt, könnt ihr gerne bei der Trainerkarriere mal vorbeischauen. Die werde ich jetzt im Anschluss für euch aufnehmen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.